Hallo liebe Freunde, hier sind wir mal weiter mit Zentron, wo Gecko Fred sucht, aber wir spielen hier so ein bisschen verstecken. Ja, wir müssen nur sehen, dass wir hier aus diesem Loch auch mal wieder rauskommen. So einfach ist das. Man kann ja auch einfach durchlaufen, interessant. Aber jetzt nicht mehr. Gut, okay. Jo, wir sind hier wieder in Sandrock und wir haben wieder genug zu tun. Wir müssen vor allem jetzt versuchen, in der Stufe ein bisschen wieder aufzusteigen, auf 64. Ich kann ja nicht ewig so weitergehen hier, dass wir zu schwach für manche Dinge sind. Das geht ja nun mal gar nicht. Mit dem Rahmen muss ich auch noch mal gucken. Irgendwo muss ich noch ein Bild aufhängen, nicht wahr? Naja. Nur irgendwas Lukratives, mit dem wir noch ein bisschen Geld verdienen können, um unsere Punktewertung nach oben zu kriegen. Das ist ja alles das Mager, naja. Gut, wir haben ein bisschen versteinert Rollensbrettchen. Die könnte man schon mal ausliefern. So, wie sieht's aus mit unserer Stufe? Hier haben wir noch was. Ah ja, das kann man noch ausliefern. Das Silber ist in der Mache. So, wir sind jetzt auf 63. Ja, 64 ist nicht mehr so weit. Dann kriegen wir hoffentlich auch noch mal ein paar Angriffspunkte dazu. Die können wir wirklich gut gebrauchen. Und ich brauche eigentlich auch noch mal, wenn ich dieses eine oder andere boosten will, noch mal ein paar Materialien. Ich kann dann gerade mal gucken, was das noch mal war. So, wir nehmen keine Aufträge mehr an. Geschlossen für heute. Okay, warum sollte ich die Holzbretter verbessern? Für die Pagols? Das macht keinen Sinn. Hier haben wir noch so einen Steindolch. Den kann ich ins Museum bringen? Echt? Okay. Der Speer der Eiserne. Viele brauche ich Achat. Okay, und für das Alttier brauche ich Sandkorallen. Naja, gut. Hier braucht man auch Achat für. Achat und Sandkorallen, interessanterweise. Werden am meisten genutzt. Also müssen wir uns das nochmal schnappen. Das Silber braucht noch gut 3 Minuten. Und sind hier fast nochmal 10 Minuten Spielzeit. Ja, das ist mir zu lang. Dann gehen wir schon mal die Sachen ausliefern, die wir haben, und suchen uns dann nochmal ein paar Ressourcen, damit wir unsere Ausrüstung hier nochmal boosten können. Ups. Wir springen hier rüber. Meine Güte. So, Merle. Du hast heute aber wieder gutes Futter gekriegt, anscheinend, bei dem Tempo hier. Wir sollten die Ziegenrennen einführen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vorsicht! Achtung, Fußgänger! Entschuldigung! Was ist hier los? Okay. wen haben wir denn hier? Einen guten Fang und sein Faktotum hier. Hier sind deine Helikoliernägel. Bitteschön. Vielen Dank, das ist nützlich. Ja, mein Gott, zu viel Enthusiasmus. Ich freue mich auch. Oh, wir sind aufgestiegen! Ja, wir haben ein paar Angriffspunkte, vor allem Lebenspunkte dazu bekommen. Sehr schön. Das ist hier gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier? Okay. Fred und Elsie werden zusammengezählt. Wir haben jetzt 64. Da brauchen wir nochmal 300.000 Erfahrung. Und ja, für die nächste Stufe. Auch lustig. Mal gucken, hat sich das denn hier irgendwo gelohnt? Wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr haben. Ja, das ist schon ein bisschen verbessert. Okay. Das sollte uns vielleicht ein bisschen helfen. Noch eine Stufe drüber. Dann machen wir, wenn wir leben, machen sie so ein bisschen mehr Schaden jetzt. Dann zusätzlich unserer, wir haben eine kritische Trefferquote von 25%. Interessant, okay. Wir haben eine etwas bessere Verteidigung. Jo, gut. Dann hoffe ich mal, dass uns das was wirklich bringt. Vorher hat man 10.592. Ist nicht so ein riesiger Sprung, aber trotzdem, die muss uns der Gegner auch erstmal runterkloppen. Ausdauer haben wir nichts dazu gekriegt. Da hat sich nichts verändert. Muss natürlich mal gucken, wenn wir jetzt die Waffe hier nehmen. Da hatte ich vorher 1013 maximal. Okay, das ist ein gutes Stückchen gestiegen. Und vorher hatte ich 889 Verteidigung, ist am 893. Also 4 Pünktchen nach oben gegangen. Okay, immerhin. Das hat sich nicht geändert. Der kritische Schaden ist aber auf 200% gegangen, statt 160. Ja, genau. Das liegt allerdings an der Waffe, ne, und an dem Boost. Da hatte ich vorher 200. Glück ist nichts, das hat damit nichts zu tun. Okay, das liegt dann auch. Genau, Widerstand.
Hat auch nochmal was mit unserer Ausrüstung zu tun. Da hat sich allerdings nichts verändert bei uns. Also wir haben ein bisschen Lebenspunkte dazu. Wenn wir jetzt hier nochmal die Ausdauer, also in der Ausrüstung ist dann auf 769 gestiegen statt 758 vorher. Das hatte ich mir mal notiert. Mit der Ausrüstung, was hat er da für Werte? Also auf jeden Fall Angriff ist gestiegen, Verteidigung ist gestiegen, Ausdauer ist gestiegen. Also die Kampfausdauer hier auch. Und kritische Trefferquote ändert sich nicht. Gut, wir haben ja auch noch die Werte auf den Waffen, auf der Ausrüstung, die kann man ja auch nochmal boosten. Okay, gut, dann brauchen wir jetzt nochmal Ressourcen. So, dann müssen wir den Motorradhelm wieder abnehmen. Man sieht ja nichts hier. Fred. Den ja nicht hier im Krieg. So, jetzt sind wir wieder beim Minister Fred. Sieht auch wirklich aus, naja. So, können wir hier noch was reinschmeißen ins Museum, was wir eh nicht brauchen? Dann sehen wir das auch mal los. So, vielleicht geht das ja mit Stufe 64 ein bisschen besser. Hey, Katori! Hallo! Ja, ich bin auch nicht überrascht. So gute Kumpel sind, mein Gott, wir sind wie füreinander geschaffen, fast. Wenn wir nicht verheiratet. Hallo, Fred! Eine Frauenfederbrosche! So long, partner. Kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich die schon mal gehabt habe. Die müssen wir auch irgendwo finden. Frauenfederbrosche? Kann ich hier irgendwas spenden eigentlich? Ich habe dafür nichts. Okay. Habe ich da gar nichts? Hier. Könnte den Steindolch spenden hier. Die sind ein bisschen. Können einen gemütlichen Ratternstuhl spenden. Von denen haben wir eigentlich genug. So, Kinder, hier seht ihr den berühmten Ratternstuhl von Fred, dem großen Helden von Sandrock. Auf den hat er immer gerne gesessen und ein Pfeifchen geraucht. Nein, also gut. Dafür haben wir nichts. Sehr ulkig. Ja, hier das ganzen Ostax kann ich nichts anfangen, leider. Ein bisschen schade, weil die Dinge haben wir genug. Kann aber nichts draufstellen. Ja. Hier habe ich auch nichts für. Und diese ganz großen Könnchen. Hä? Den kann ich hier spenden? Den eleganten quadratischen Tisch. So. Das ist der berühmte Tisch von Fred, wo er immer gerne seinen Kakao drauf abgestellt hat. Sehr schön, ja. Liebe Kinder, das tolles Museum ist das. Tolles Museum. Okay. So, was können wir hier noch spenden? Wir haben noch eine große Hornotter. Und einen großen Wüstenschlampfisch, den wir hier ausstellen können. Und noch eine gehörnte Kreuzotter. Die hatten wir auch noch nicht hier drin. So, hier wimmelt es jetzt auch überall. Wimmelt es an Fisch nur, Freddy. Das ist irgendwie komisch. Wo werden diese Koffer da eigentlich? Ja! Wumm. So, die haben auch diese schönen Dinos von der Decke hängen. Die sind doch toll. Das kann ich, was Sandy immer hat. So. Wir haben noch hier reichlich gespendet. Wie sieht es hier eigentlich aus? 78 haben wir jetzt. Was gab es denn hier noch? Also, hier kriegen wir nochmal Tokens. Für zwei weitere Spenden. Nur. Ja. 5 Tokens. Und bei 90 kriegen wir diese wunderbare antike Werbetafel, die wahrscheinlich auch komplett nutzlos ist. Aber gut. Dann haben wir sie wenigstens. Man weiß ja nie. Vielleicht ist sie ja total geil. Keine Ahnung. Falls ihr die habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hey, Libby, wo ist Bibi? Dann weiß ich, ob sich das lohnt mit dieser Werbetafel. Kann aber auch totaler Unsinn sein, natürlich. So wie diese Projektorlampe da. War ja auch nur so mäßig geil, das Ding. So, und wo, was? Wie, ups, wo müssen wir hin? Nicht so schnell, Merle, oh Gott. Langsam. Langsam halt. Was willst du? Genau. Der Busch redet mit mir. Ach, du bist der Justice, ja. Lass uns die Last verteilen. Ich gehe mal in die Kneipe, um das da zu verteilen. Was der wieder will. So. Mach auf, ich bin's, der Held von Sandrock. Seht, hier bin ich und strahlt. Hier ist kein Mensch. Okay, hey Owen, heute wieder in Grün. Ist doch gar nicht mehr St. Patrick's Day. Ist doch schon vorbei. Du, hier sind dann Holzbrettchen. So, mach dir aber nicht schon wieder alles kaputt. Ach ja, was hat er noch Schönes? Lebenspunkte, ja. Jakobs muss schon den Grill, können wir uns nochmal holen. Das ist ja Spielzeug, ne? Die Messer schwingen dann Puppen. Das können wir uns auch nochmal holen.
Jo, dann haben wir das. Aber wir können natürlich auch mal einfach was essen. Wir haben noch gar nichts gegessen heute, Mensch. Eingelegte schwarze Pilze. Das klingt schon mal nicht lecker, finde ich. Sandtee, Rindfleisch. Ja, komm, nehmen wir uns das. Und dann noch ein bisschen Nachtisch. Und heute ist mir nachher noch ein Tee. Bumm! Das ist ja gerade explodiert, okay. Fred ist aber noch da. Explosives Essen hier. Schöne Special Effects. Dass ihr auch schon mal beim Essen explodiert seid, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie lange das im Krankenhaus dann gedauert hat. Hey, Burgess! Wenn die Wasserpreise einen Höchststand erreichen, musst du versuchen, das, was du schon hast, zu verteilen und zu sparen. Ich weiß, ja, du arbeitest. Es ist nicht leicht, Geld zu verdienen. Wem sagst du das? Ja, wie uns Großvater immer sagt, denk dran zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen. Ja, aber denk auch dran zu verkaufen, zu verkaufen, zu verkaufen. Das ist nämlich auch ein Problem. Ne? So. Lustig. Dann hoppeln wir mal weiter. Jensen beobachtet unser DNS-Modell. Hey, Sandy! Mein Gott, bist du groß geworden, Junge. Fred, wann können wir rausgehen und spielen? Wir sind draußen. Das willst du. Was? Fred, jeder im Dorf sagt, dass du der stärkste Mensch überhaupt bist. Kannst du mich unterrichten? Frag Manchiato und Benjo, die sind stärker als ich. Also, irgendwann, wir gehen mal zusammen hier in unser kleines Fitnessraumchen oben und dann zeige ich mal, wie gut ich laufen kann. Upsi. Halt. Stopp. Hey, okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich hab ja noch genug, ja. Das sieht gut aus. So. Was mit dem Silber? Ist das fertig? Sieht so aus. Okay, was haben wir denn da noch gekriegt? Nicht schon wieder ein Ortstag. Okay. Was mache ich hier den ganzen Dingern? Das können wir mit diesen 1000 Ortstags umnehmen. Zum Museum kann ich sie das nicht bringen. Aber wenn Jensen das Ding unbedingt haben will, dann bau mal noch eins. Kann mir ja zum Geburtstag schenken. So, meine, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen Rohstoffe tanken. Ups, wenn wir hier jemals wieder rauskommen. Hey Sandy, viel Spaß noch heute, was immer du machst. Ich bin der stärkste Mensch, das kann man nicht lernen, das ist einfach Talent. Ist so. So, nehmen wir mal den Bus. Ja, Achat und so ein Gedöns. Könnte man direkt... Ja, wir gehen erstmal hier hin. Und lasst uns Achat finden. Vielen Dank. So, das hat ja auch wieder gedauert hier. Schon spät. So. Was ist das? Nee, das ist diese komische Hose. Das ist Achat. Da haben wir noch... Aha, Achat. Was haben wir denn hier schon direkt? Ich kann ihn noch nicht abernten. Ich habe keine Werkzeuge. Oh, Mist. Bin nur noch auf Kämpfen aus. Wo ist denn unser Drill hier? So. Was haben wir da hinten noch? Da haben wir noch einen Bergstein. Nehmen wir mal schön mit hier, was wir schon hier haben. Hier haben wir auch noch was. Das ist die nebelige Bastia. Okay. Brauchen wir zwar nicht oft diesen Mondstein, aber wir nehmen ihn mal mit. So, wenn wir dann brauchen, haben wir ihn meistens nicht. So, Achat. Wo war sie? Uff, ist er wieder weg. Eine dicke Rüstung. Flop, die nehmen wir auch mit. So. Ist das hier auch Achat? Sehr schön. Nehmen wir auch mit. Dann können wir weiter unseren Speer hier boosten und so. Schwefel. Ja. Für ein bisschen Munition kann man das auch gebrauchen. So, dann haben wir nochmal Hüpferschlangen. Brauche ich denn dann nochmal Achat? Ein Grünzeug. Auch Grünzeug. Hier ist nochmal Achat, ja. Oh, jetzt ist auch Bückefried. Da. Und da. Warum ist das hier nochmal? Ja, komm. Hallo.
Schlangen haben uns anscheinend noch nicht gesehen. Die sind ein bisschen kurzsichtig anscheinend. Was ist das hier? Ist da irgendwas? Nee. Nebelige Wasser. Oh, eine dicke Rüstung wieder. Können wir nochmal angeln. Flip. Hier haben wir nochmal an den schwebenden Achat, der ist immer noch da. Neun Zielachat hier. Das hat sich voll gelohnt. Die kann man nicht anbohren hier. Was ist das? Fasern. Achat. Achat, Achat, Achat. So, das hat sich schon mal gut gelohnt hier. Nochmal zwei. Irgendwas? Nee. Nochmal Mondstein. Die kann man ja nicht rein. Schade. Ich will hier rein. Ich will nach Porsche. Ach ja, vielleicht bauen sie es ja irgendwann mal ein, dass man hier noch in ein anderes Gebiet kommt oder so. Wir waren ja da schon mal mit einem Abenteuer auf der anderen Seite, aber dann sind wir da drüben eigentlich gelandet. Ja, ich spring. Ups. Ist auch kein Achat. Boing, boing, boing. Da nehmen wir noch hier ein paar Muschelschalen mit und sowas. Die können wir auch gut gebrauchen. Und dann so haben wir es hier heute. Na komm. Schlöpp. Sandkorallen. Was haben wir hier? Sonnenstein. Und Schiefer. Na? Hier haben wir nochmal Kalk. Hier haben wir nochmal eine Wüstenpappe. Nanomüll, hier nochmal so ein Ding. Jetzt auch nicht viel Verwendung für Sonnensteine. Starbys. Ja. Ah, da sind wir. Jetzt haben wir hier Muschelschalen, ja. Ja, komm, nehmen wir die auch mit. Kann man irgendwas was draus bauen vielleicht. Ein bisschen geklimpert. Also wenn das hier so nebeneinander steht. Ja, dann muss man sie ja fast schon abbauen. Vorsicht, Gecko, wird gearbeitet. Achtung! Nehmen wir das Ding hier auch noch mit. Schwupp. Schwupp. So. Hier noch irgendwas? Was ist das da? Das sind Muscheln. Na ja, gut. So nichts mehr großartiges, sich lohnt. Da glitzert noch was, sind auch Muscheln, denke ich. Naja, da habe ich jetzt genug von. Da haben wir noch mal Schiefer, denke ich mal. Ja, wenn wir schon mal hier sind, also brauchen wir noch mal Punkte, um auf Stufe 95 zu kommen. So ist hier nicht. So, wie sieht's denn aus? Wir sind schon mal, ja, es ist auch super Weg, gar nicht mal so lang. Hier, das ist Starby-Projektion. Moment, ich bin noch nicht so weit. Das ist doch gelachen. Hallo? Ja, das ist ausgelacht. So, Gecko, fass! Oh, du auch, du! Bei dem Ding, wenn er einmal diese Aktion abspielt, dann kannst du die nicht unterbrechen. Der macht dann einfach weiter. Aber wenn der Gegner schon längst weg ist. Na gut. Komm, du auch. Geh zu deinen Brüdern. So, was haben wir hier noch? Okay. Ja, brauche ich alles nicht. So, Sandkorallen haben wir hier so nicht in der Gegend. Das da im Teil.
gezogen sind. Ja, so das. Ups, oh, sorry, Merle. Ich dachte, du bist hier eins von diesen Sandponys. So. Ja, geht ja ganz gut mit dem Ding. Flop, flop. Stufe 48, dann kriege ich ein bisschen runter, aber immerhin, der Punkt kommt doch auch noch. Hier soll jeder drankommen. Einer sagt, er hätte nichts bekommen hier. So, Merle, dann wollen wir wieder abhauen. Es wird schon wieder spät, ich kann nicht aufsteigen. So. Na, ob wir das wieder schaffen hier? Oder ob wir wieder in Ohnmacht fallen? Naja, wir sind es ja gewohnt mittlerweile. Normalerweise müssen wir eigentlich schon längst beim Arzt sein irgendwie. Guter Schlafmangel. Ja, der fährt ja wieder nicht, ne? Dann gibt es ja keine Nachtlinie. Mensch, der öffentliche Nahverkehr, das ist ja echt unglaublich. Lauf, Merle, lauf! Aus dem Weg, ihr Schlangen! Boing, boing. Das in einen Weg gestellt. Oh nein! Schafft es noch bis zur Brücke? Nein, wir sind erledigt. Lauf ohne mich weiter, Merle. Ich sollte echt ein extra Achievement dafür kriegen. Für die 27.000 Mal in Ohnmacht gefallen Auszeichnung. Oh Schatz, du hast wieder mit der Brille geschlafen. Aber na gut. So, und was heute ansteht, nee, sie ist schon direkt weg. Ja, gut. Die Frau ist direkt weg. So, dann haben wir das hier wieder. Ein neuer Tag, neues Glück. Mit unserem neuen Zauberstab hier. Hey, Rosti. Rosti? Annie? Was macht sie denn hier draußen? Ihr solltet doch gar nicht hier. Was ist das denn? Geht mal wieder schön da rein. Husch, husch. Na, hopp. Horst? Schade, dass man die nicht anheben oder hochheben kann. Die Tierchen. Wie seid ihr denn da ausgebrochen? Ja, Horst, jetzt beschwer dich nicht. Ihr müsst hier mal durch die Tür. Was ist das denn, wenn Mist. Was macht ihr denn da unten? Die Kaninchen haben sich hier unten versteckt. Aber ist ja irgendwas passiert? Da wird der von Adlern angegriffen worden oder was? Was ist denn hier los? Eigentlich sollte das gar nicht gehen, weil ihr könnt nicht durch die Tür. Hä? Die Hühner sind los. Elsie, die Hühner sind los. Was ist denn hier los? Ach, ne grüne Neune. So echtes Bauernhof-Feeling kennt man ja dann wahrscheinlich, wenn man da arbeitet. Oh, die Hühner sind weg, die Rinder sind durchgedreht. Die Kaninchen sind alle vom Wolf gefressen. Also das ist... Ihr seid wenigstens noch da, wo ihr hingehört. Ihr wollt euch gar nicht weit genug vom Futter entfernen, ne? Ja, ja. Aber hier die... Was machen jetzt mit euch? Oh, Horst und Henny. Die zwei hier. Wie kommt ihr denn da hin? Scheint das Spiel die beim Spawnen der Landschaft hier komplett falsch abgesetzt. Falsch adressiert. Toll. Ja, gut. Mal sehen, ob wir unsere Tierchen da wieder platziert kriegen. Vielleicht reicht das ja schon, wenn ich hier rein und rausgehe. Also da sind sie jetzt. Ich kann sie leider hier nicht. Ich kann höchstens versuchen, das Ding hier zu verschieben. So, dann müsste das eigentlich wieder stimmen. Das ist ein Gedönsprofil. Von Crystal! Ein Kuchen! Okay. Sehr schön, danke, Crystal. So, jetzt müssen wir mal gucken, was meine Tierchen hier machen. Mensch, du passt aber auch nicht aufs Zauberspiegel. Wofür haben wir dich denn? So, das hat funktioniert. Aber unsere Hasen sind leider nicht da, wo sie hingehören. Die laufen hier unten. Ja, Horst, jetzt hör mal auf. Das bringt jetzt auch nichts. Wenn ihr so dusselig seid. Okay, fehlt irgendwas? Ah, die Lieblingspilze von Horst, die fehlen. Ja, Sandbeeren haben wir auch keine mehr hier drin. Kastanien auch noch genug.
So, ja, das ist, ist blöd hier irgendwie. Wir haben keine Tomaten. Uff, na gut, dann müssen wir nochmal gucken. Kriegen ja nichts Futter da, die zwei Kerne. Das ist ja. Ach, nee, immer eine Krise mit den Tieren hier. In unserem kleinen Bauernhof. So. Jetzt müsste das eigentlich neu spawnen. Da sind sie. Zack. Eieieiei. Also wenn ich jetzt hier eine riesige Hühnerfarm hätte, wäre viel zu tun, die mal einzusammeln hier. Das dürfte eigentlich nicht passieren. So, jetzt siehst du, da haben wir schon. Wir haben schon richtig Hunger gehabt hier, bis unter die Arme, unter die Löffel eigentlich. Also bringt das Avio-Schild hier eigentlich auch nichts, außer dass die Eier mal schlecht werden. Also die laufen hier trotzdem raus. Also einfach falsch spawnen. Das ist doof. Oh, Augenringe. Ja, Mist, da haben wir extra den Avio wieder hingezimmert und das bringt überhaupt nichts. Das ist ja echt doof. Was willst du da machen? Du kannst hier einen Zaun drum bauen, aber wenn die dann einfach, wenn du das Spiel lädst, ganz woanders geladen werden und abgesetzt werden, dann bringt das ja auch nichts. Puh, okay, ja. Kann nicht ändern. Ihr seid wahrscheinlich zu groß, um euch falsch zu transportieren, ne? Ja, ja. So, die Fische sind auch wieder weg. Ist auch merkwürdig gemacht. Na gut, schon haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Ups. Hey, Elsie, ach, du bist auch hier. Ha. Schön, dass wir uns zufällig hier sehen. Ja, komm, lass uns erstmal ordentlich knutschen, wie sich das gehört. Schmeckt nach Jackmel. So, wunderbar, haben wir das wieder geschafft. So, ein weiterer Tag auf unserem Katastrophenbauernhof mit Fred, dem Speerträger, und mit den Augenringen. Jo, gut. Dann machen wir mal weiter. Wir sind jetzt aufgestiegen und können vielleicht bald mit Logan wieder kämpfen gehen. Wir haben noch ein bisschen was zum Ausliefern, ja. Okay, gucken wir mal, ob wir mit unserem neuen Wert ein bisschen besser durchkommen. Das ist ja eigentlich relativ knapp gewesen letzte Mal, nur diese blöde Rattenkönigin nervt. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und esst mal was Leckeres. Bye, bye.